fröhliches Bearbeiten, ne? Was haben wir denn hier überhaupt? Am Anfang hast du einen Drill und, wie heißt das? Feuer, nee, Leuchtfackeln. Genau, mhm. Dass du zum Beispiel kannst du schmeißen. In jede Richtung, kannst du auch noch länger halten, so ein bisschen. Dann machst du halt Licht in die Gegend. Dann kannst du zum Beispiel das lilane Erz abbauen. Das ist zum Beispiel Lumen, genau. Weil das heißt genau. Ich hol mal ein bisschen Eisen, ne? Genau, das muss ich. Komm dann mit. Dann bauen wir mal fröhlich ab. Das ist orange Metall, das Leder ist Blume. Ja. Ja, auf jeden Fall müssen wir für den Waffenbau ja Eisen holen, ne? Genau. Das ist das Dunkle, glaube ich, mehr. Das kannst du weiter. Uns geht's auch bestens, Claudia. Alle Dudes soweit. So, ich glaube mit der. Oh, ich bin. Du willst auch in Pause, passt. Wenn ich in Pause gehe, ne? Ja, ja, passt doch. Ist Remote Play. Ja. Muss nochmal ein bisschen anpassen. Das passt. Weil die Loom abbauen, das ist doch schon ein bisschen laut. Genau, wenn du willst, es gibt, glaube ich, die B-Taste ist es, glaube ich, bei dir, dass du in den Baumodus reinkommst. Mhm. Und mit dem Baumodus kannst du dann Defense aufbauen, Workshop aufbauen. Das ist dann zum Beispiel wichtig, um Pistolen zu machen, Drills oder deine Drills zu verbessern. Vom Movement in Mind. Oh, okay. Okay, wir brauchen noch viel mehr Eisen. Genau. Also wir müssen ja sowieso erstmal hier ein bisschen was freilegen, ne? Ja, das wird dann. Okay. Oh oh. Wie bekämpfen wir die jetzt? Ja, alles gut. Alles gut. Oh. Das war aus Versehen was falsch gebaut. Aber es hat Material gegeben. Na dann. Bauen wir doch gerne, oder? Ja. Nö, heute war ganz okay. Also mein Tag war okay. Obwohl ich jetzt eine Woche, also die Woche Vertretung habe. Aber geht. Ja, hast du wenigstens einen guten Start in Dienstag. Ja. Das ist ja immer wichtig. Guter Start in die Woche, dann kann die Woche nur gut werden. Genau. Wie war dein Tag, Johannes? Ich habe mal einen Tag verpennt. Ja, sehr gut. Genau, dann habe ich mein Zimmer wieder so hingebaut, wie es war vorher, weil ich jetzt die eine Seite ja fertig habe und morgen mache ich dann die andere Seite abreißen mit Tapeten und anscheißen. Mhm. Deswegen wird es morgen lustig. Aber jetzt erstmal hier. Genießen. Nice. Unten heißt, haben wir auch die erste Wave angezeigt, wann die erste Wave da kommt. Wo steht die? Mittig bei dir unten. Ah, okay. Next Wave in 20. Ja, ich hab's. Jetzt hab's auch gesehen. Was haben wir denn hier alles? Great Utilities. Utility Workshop. Was braucht man dafür? Warte mal, ich kann dir, glaube ich, Material auch geben. Warte. Ich muss nur mit der Steuerung ein bisschen klarkommen. Und droppen mit Y. Machen wir's halt so. Ja, nice. Wie viel hast du? Ich glaube, 101. Ich glaube, das kostet 100. Ja, Pistol Shop auf jeden Fall. Er muss halt gucken, wo. Achso, und dann noch wichtig, das ist, ja, also dass du halt guckst, dass du im Energiebereich bist. Das kann man dann später mit verschiedenen Kernen wieder weiter ausbauen. Ja, weißt du auch, wie man die drehen kann? Ich habe noch nicht mit der Steuerung so viel Vertrauen gehabt. Ich auch nicht. Warte. Options. Controls. Builds. Steht hier gar nicht bei. Okay, warte mal. Dann können wir vielleicht nochmal erst so eine Energiezelle bauen, dass wir ein bisschen mehr Energieplatz haben. Ich weiß, Bonnie, muss ich mich ausfuchsen. Moment, das war B. Dann Upgrade, hier, warte. Und dann musst du das hier bauen, glaube ich. Das hier oben. Also musst du einmal nach rechts
Nee, genau, bei Unthills und oben, das da. Hier, nee, Heal Center war es nicht. Lumenfarm. Leitung. Ach, genau, hier habe ich's. Das Ding hier. So. Ach, um und weiter dann rauszukommen, yo. Genau, so. Dann kommt so eine Drohne. Und baut aus. Die hört sich ja cool an. Genau, und jetzt hast du wahrscheinlich mehr Platz zum Ausbauen. Ja, Platz hätten wir auch so gehabt, aber ich wollte das Fließband nicht Richtung Reaktor laufen lassen. Aber egal. Ich glaube, dann müssten wir uns mal ausrüsten. Oh, das geht noch nicht. Kann ja auch sein. Mhm. Genau, dann kannst du unten an die Pistole mit Space bei dir. Bei mir ist es anders. Und dann mit 30 Metall. Mhm. Dann müssen wir halt ein bisschen wieder Metall erstmal farmen. Ja, machen wir. Also ohne Waffen ist, glaube ich, ein bisschen doof, ne? Ja, ja, klar. Die erste Wave ohne Waffen. Kritisch. Aber ist schon cool gemacht, so, ne? Ja. Ist umfangreich. Du hast immer dein. Im Endeffekt hast du deinen Zeitdruck, weil die nicht zur Welle kommen. Du kannst aber Material farmen, verteidigen, ausbauen. Gleich alles dabei. Bei dem Spiel. Man kann es alleine spielen, wie auch vor. Also, du hast alles dabei. Ja. Timo, ja, herzlich willkommen. Das Praktische zum Beispiel ist, wenn du das im Koop anfängst, ist nur einer von denjenigen, was wir dann haben, kann man trotzdem zusammen spielen, weil es über Remote Play geht. Mhm. Timo, wie geht's dir? Siehst du dann auch was, wenn ich das auf gemacht habe? Ich wollte nur mal sagen, du machst, glaube ich, mit M und ich hab's mit dem Bildschirm. So groß ist die Map ungefähr. Jo. Ist ja ordentlich. Ja, das ist ordentlich. Ich tu mal schon mal die erste Pistole craften. Mach mal. Wenigstens einer schon mal hier verteidigen kann. Jo, aber Muni müssen wir auch craften, gell? Ja. Mache ich gleich hinterher. Ja, das ist Bett. Also dieser dunkle Stein hier, den kannst du so buddeln wie du willst, da kommst du nicht durch. Ja, musst du den Bohrer verstärken. Nee, ja, nee, das ist, glaube ich, ja, genau. Dann sind wir fertig. Genau, dann musst du noch einmal für dich craften. Und einmal Muni sind 80 Schuss. Ah, okay. Wie mache ich das mit dem kleinen LB? Nee, ah! Okay, es gibt auch Sprinten, habe ich gerade rausgefunden. Mhm. So also Hechtsprung. Gut zu wissen. Das wollte ich nicht machen. Es war Waffe weggeworfen. Ich will nicht kämpfen. Ja, genau. Oh. Waffensound hört sich auch gut an. Genau. Da mal weiter, ne? Jo. Aber nicht vergessen, gell, da wo du auch abbaust, da können sie voll durchkommen. Ja, ich weiß. Kann ich dich auch anbohren? Nee, Freddy Flyers kommt mir auch. Sekunde, ja, Dynamit, das wär's jetzt. Ah, nicht schlecht. Wie viel Metall hast du? 70, 71. So, wir gucken mal. Nochmal für dich dann Munition holen. Muni hab ich auch schon gebaut. Ah, okay. Was ist das denn hier? Increase Damage Dealt? Warte.
Wahrscheinlich verstärkte Munition oder sowas? Keine Ahnung. Werden wir ja sehen. Ja. Dann lass mal halt als nächstes dann am besten so eine, Sperrkammer? Grill? Explosives können wir besser durchspringen wahrscheinlich. Aber da brauchst du 200. Oder ja. Wir gehen erstmal auf Defense, dass wir eine Verteidigung haben. Das kommt natürlich auch mal an. Was gibt es denn hier? Machine Gun Turret. Sniper Turret. Wände. Ein Tor. Und Stand. Oh, to be shot above. Ach so, okay, da können wir drüber schießen. Über die Wände. Ja, genau, zum Beispiel, wenn du eine Mauer baust, kannst du zum Beispiel dann den Tower dahinter setzen und kannst über die Mauer schießen. Mhm. Pass auf, sollen wir erstmal eine Machine Gunner hier hinpacken? Ja, ich würde halt mal gucken, ob es irgendwie, ob es jetzt hier schon irgendwo schon einen Durchgang gibt, weil es könnte ja sein, dass sie hier durchkommen. Mhm. Da wäre es zum Beispiel praktisch, genau, wenn wir den da hinstellen eigentlich. Jetzt, ach guck mal, so kann man drehen mit der Maustaste. Ja. Ah, okay. Dann müsste ich das später auch mal rausfinden. Aber ich frage mich halt, was das hier ist. Das macht wohl Licht, glaube ich. Das ist wohl ja, irgendwie so ein Lichtturm. Also ich stelle die jetzt hier auf, ne? Ja. Dann kommt die Drohne wieder. Ich mag Timo, wir spielen Lumencraft. Ein Mix aus Factorio und Tower Defense. Wir haben uns direkt den Johannes mitgenommen. Genau. Warum ist denn hier Blut? Das. Hier ist auch Blut? Ist das Blut? Sieht zumindest so aus. ja, sah so aus wie Blut, aber ich hoffe, das ist mal nicht kein Blut. Moment. Upgrades, Defense, Unities, genau. Das ist ein Lab, oder? Was ist das? Light Tower, da hast du recht gehabt. Small Lighthouse. Okay, also... Das ist ja schon mal ganz cool hier mit den ganzen Sachen. Zum Beispiel, genau, wenn es geht, sollte man vielleicht das, wo ich jetzt gerade drin stehe, vielleicht nicht spawnen. Das ist Storage. Dann können wir Sachen, wenn unser Inventar voll gehen sollte, was ja irgendwann ist, dass wir da ein Storage haben. Okay. Dann können wir gucken. Also, um mehr Platz abzusprengen. Oder ist vielleicht schlauer, erstmal Upgrades zu machen. Oh. Ja, natürlich auch geil. Oh, hier kommen wir nicht mehr weiter. Aber oben ist noch. Dann haben wir hier auch schon viel mehr Platz für die Base zum Erweitern zum Beispiel. Ja. Also Stream, der Sound geht. An Ohren ist es nämlich ein bisschen zu laut. Maustaste gedreht. Das Objekt vorhin, also den Tower. Mit Mausrad hier. Mit Mausrad. Weil da muss ich halt nachher gucken, wie muss man. Kannst bestimmt mit dem rechten Stick rotieren. Ja, der rotiert jetzt schon. Ich meine, ich kann mich ja hier im Kreis drehen mit dem Controller, geht das relativ fix. Ja. Das Schürfen ist ein bisschen laut, warte mal, ich muss noch mal kurz... Jo, kein Problem. Man weiß es ja nie, wie es im Stream ist. Ja. Aber wieso Change Controls, Mann? Okay, das dürfte jetzt sein.